Und das da ist ein. Das da. Das ist auch ein Modell gesehen. Auch das ist interessant. Das Doppelte da. Das habe ich gesehen, das ist gemacht worden. Das System. Madame, 1820 so. So, aber. Und da habe ich gesagt, das ist gut. Dann, und es dreht, ne? Es dreht so. Es dreht so, es dreht in alle Dinge. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Gut, aber ja. Dann habe ich den Beton drum gemacht, ja. Genau. Aber der Zement, ne? Zement, ja. Ach, ne? Die Bücher und so Dings. Raymond Emil Weidelich und geboren in Straßburg. Soll ich das Datum auch noch sagen? Nein, das sage ich jetzt nicht. Und Elsässer, red Elsässisch von Straßburg. Denn es gibt ein paar Elsässer, ich rede wie Colmar oder Mulhouse. Oder. Voilà. Da kommt der Licht hin. Das sind die wurden immer sich in seinen Gärten. Die hat man den Pauline Florit von Freiburg. Ich kann es nicht erklären. Aber es sind viele Leute, die schreiben darüber. Und ich bin immer bewundert, wie die das können erklären. Dann lehre ich immer ein bisschen mit. Dann mache ich einen Katalog. Und in dem Katalog lese ich dann, was ich mache. Aber im Großen und Ganzen schaffe ich viel in Archäologie über das Futur. L'Archéologie du Futur. Und da habe ich ein paar schöne Realisationen gemacht, die man nicht mehr sieht. Die sind im Boden drin. Im Boden. Carrément. Donc, kein Problem. Und so Kavo, wo man findet, wieder im Jahr 3790 nach Christus. Wenn wir noch da sind, aber kein Problem, immer nicht ein Datum. Warum das Datum? Das ist interessant. Das habe ich selber geschrieben und es ist immer gut, wo die Leute das interpretieren. Das ist 3790 vor Christus. Ist der Anfangssinn von der Mathematik, wie der Assyrier, das Assyrien, Sternen, Schreiben. C'est le début, das Alphabet. Und dann habe ich gesagt, warum soll 3790 Schnitts end sein? Das kann alles möglich sein. Vielleicht habe ich mich geirrt und das ist vorher nicht auch. Das kann ich jetzt besser plädieren. Das ist ja das Problem. Ja. Ja. Der Golf. Golfplatz von Straßburg, ja. Straßburg. Kämpferhof, der Kämpferhof. Ja. Und auch in die Berge sind drauf gemalt hinten. Ne? Mhm. Und da ist ja der Ding, da steht drüber. Schweigelspark. Und da steht. Das ist jetzt effektiv 15 Jahre. Die haben wir verkauft in alle Läden. In der Kopf, das ist schon der Kopf. Wie vielleicht mir Wurst? Ganz, ganz einfach. Archäologie der Zukunft ist, was heute jetzt da ist, alles. In 2000 Jahren, was ist noch da? Was ist noch da? Und das hat mich immer interessiert. Denn wir haben jetzt das schwere Problem mit der Archäologie, wo fantastisch ist, mit den Ägyptern. Das ist so enorm, kann ich gar nicht, das ist fantastisch. Und ich sag, es gibt andere Sachen noch, ne? Aber l'Ägypte, enorm. Das ist alles gebaut worden vor Lodlern, das ist terrible. Und alles ist geblieben, Spielsachen. Weizen, das Essen, Schrift und alles zusammen. Es ist wie wenn gestern alles zugegangen ist. Ganz not bei uns dann ist dann Pompeji, wo zugeschickt ist worden. Und das gibt uns die Idee, wie die gelebt haben und alles. Und jetzt kommen wir dran. Und das würde mich interessieren. Die Archäologie der Ben. Es kann Sinn.
dass es einen großen Schock gibt. Und dass sie, bei Beispiel, die Kavo, der Kavo von Münster in Straßburg, wo ich gebaut habe, und der in Kassel, die wäre vielleicht nie aufgemacht. Das ist possible. Aber wenn sie mal aufgemacht wäre und sie hätte Crash gehen, sich nichts mehr auf der und ich erst gefunden wurde, 10.000 nach Christus statt 3.000. Ça c'est vraiment. Die wissen nicht, was es ist. Da haben wir 2-3 Ausstellungen gemacht von Ausgrabungen, fiktiv. Und haben die Sachen beschrieben, was es ist. Von den Archäologen, die gekommen sind, vom All. Attention. So wie wir jetzt auf Max Wille und auf Ding. Da muss ich mal einen Penny finden. Auf Max, oder ein Dollar, ich weiß nicht, ein Stück Münze oder etwas. Katastrophe, ne? Was ist jetzt das? C'est tout. Und voilà, c'est ça, c'est l'imagination. Voilà. Es gibt kein Musée ohne Archäologie, es gibt kein Musée. Es gibt es nicht. Ja, es wird alles Archäologie. On est de l'archéologie. Der ist ein Keramik, du. Der ist halt 20 Jahre alt. Du. Das ist 45, du. Was sage ich jetzt über den Goethe? Goethe ist ein Genie, es ist genial, Goethe. Er hat sich aber allein gefreut, was sagen Sie zu mir und so. Was mich interessiert hat jetzt du, bei uns, was hier ist, wo der Goethe gelebt hat, hier in Straßburg, hat er eine Fiancée gehabt, eine Verlobte, nicht Verlobte. Und da ist also eine Wuchtort geblieben, eine super Weltkatz, Tag, Elsässer Meidl. Die heißt Frédéric Brion in Sesenheim. Da ist er mit dem Pferd da. Da ist er geprüft, bis er dort ist, mit dem Pferd. Da ist er also dort geblieben, so 14 Tage nicht geschrieben. Und was ich gestorben ist, ich bin immer mit den Älteren, das war mir nicht jeden Tag, aber ein paar Monate immer an. Und da habe ich immer gedacht, warum? Ich glaube, ich weiß, warum ist das? Das ist so bekannt, das Ding. Und da ist es wunderbar so verstanden. Un jour, le regard d'un poète s'est posé sur elle, ce qui l'a rendu immortelle. Das heißt, ein Tag hat sich der Blick von meinem Poet auf sie gesetzt und mit dem ist sie eternell geworden. Das steht auf dem Grab. Das ist nicht schlecht. Voilà, das ist eine Antwort. Was will man immer? Und das bleibt uns immer noch. Wenn wir nachgehen, die nächste Ausstellung zeigt die nächste Version von der Schmierwurst. Schmierwurst ist das Wichtigste, was es gibt. Das, ja. Das ist in der Schmierwurst ist eine Memoire von 1905. Jeder Elsässer, sogar in New York, egal, Tommy Unger, Irland, hat immer die Schmierwurst mitgenommen von der Kopto. Man kann nicht leben ohne Schmierwurst. Wenn ich auf Namibie gehe, was verlangen die Leute dort? Schmierwurst. Was bauen noch die Metzger dort? Schmierwurst. Das heißt auch bei uns Teewurst. Jetzt. Tee, das sind kleine da. Wie ist es so? Schmierwurst ist. C'est ça l'archéologie du futur. Das ist's. Voilà. Jetzt ist Zeit für eine Circuitesse. Wir halten jetzt. D'accord?